Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial in unserer Reihe Videos erstellen, Videos schneiden und Videos veröffentlichen. Heute geht es um das Programm Shotcut. Shotcut ist ebenfalls wie Lightworks ein Videoschnittprogramm, allerdings haben wir hier überhaupt keine Einschränkungen. Das Programm ist kostenlos, kommt aus dem Open Source-Bereich und wir können sogar 4K-Videos damit erstellen. Ich bin auf der Startseite von Shotcut und wir gehen jetzt einfach mal auf die Features und dann sehen wir sofort, hier wird schon mit den 4K geworben. Wir haben eine Reihe von Video- und Audioformaten und zwar kommt das daher, weil Shotcut auf FFmpeg basiert und wir kennen FFmpeg von unserem WinFF. Das war die grafische Oberfläche von einer Programmsammlung, die ursprünglich aus dem Linux-Bereich kommt. Und damit haben wir alle möglichen Programmformate, die wir uns nur vorstellen können, zur Verfügung. Auch Audio Features sind gegeben. Wir können die Tonspur verstärken, einblenden, ausblenden. Allerdings werden wir uns da nicht so intensiv mit beschäftigen, das meiste machen wir im Vorfeld mit unserem Programm Audacity. Zu den Videoeffekten, die sind natürlich nicht so umfangreich, wie wir es von Lightworks gewohnt sind, auch in der kostenlosen Version gewohnt sind. Allerdings haben wir hier die Möglichkeit auch noch einiges mit HTML5 herauszuholen. Und als letztes wird uns auf dieser Seite das Editieren schmackhaft gemacht und wir sehen auch anhand dieser Symbolie unten, es läuft auf Windows, auf Mac und auf Linux. Kommen wir nun zum Download. Ich habe jetzt hier auf meinem System, das ist übrigens Werbung, diese Start Now, das kann ich hier erstmal aufblenden. Ich habe hier auf meinem System eine 64-Bit-Version von Windows. Und dazu würde ich mir hier diesen Installer runterladen. Da klicke ich jetzt drauf. Machen wir einen kleinen Cut. Und dann kommen wir zur Installation. Der Download ist beendet und ich habe hier so eine Datei Shotcut Windows 64. Bei euch könnte es natürlich auch 32 sein oder ein Linux. Und die werde ich jetzt einfach mal starten. Ich muss mal eben mein Administratorpasswort eingeben. Und der Installationsassistent wurde gestartet. Hier einfach die Bedingungen akzeptieren. Wir haben auch gerade gesehen, wir haben hier es wirklich mit einer GNU-Lizenz zu tun. I agree, ich bin einverstanden. Das Verzeichnis, in dem Shotcut installiert werden soll. Hier können wir ein paar Häkchen setzen oder auch nicht. Ich werde mal die Registrierungseinstellung von einer vorherigen Version entfernen. Es empfiehlt sich also bei einer Neuinstallation von Shotcut, wenn man es schon mal installiert hatte, hier ein Häkchen zu setzen. Jetzt gehe ich auf Install. Und auch hier machen wir einen kleinen Cut. So, die Installation ist abgeschlossen. Auf Close. Und jetzt können wir auch schon Shotcut starten. Bevor ich jetzt aber mit Shotcut starte, brauche ich noch ein paar Videoclips und die habe ich mir in diesen Ordner gelegt. Und ihr seht hier habe ich ein paar kleine Videos von einem Feuerwerk. Und dann habe ich hier noch so eine Uhr, die läuft einfach von 12 Uhr einmal rum und ziemlich schnell. Die möchte ich benutzen, um so eine Art Countdown zu erzeugen. Da müssen wir ein bisschen schneiden. Und als letztes habe ich hier noch ein Bild. Wie man sieht, ist das ein JPEG-Bild mit einer Auflösung von 1920 mal 1080. Also hier haben wir die 1920 Bildpunkte und da die 1080. Und das brauchen wir für den Abspann. Und zum Schluss habe ich hier noch so ein Verzeichnis, eine Verknüpfung mit YouTube. Da benutze ich die Audiobibliotheken von YouTube, denn ich möchte ja auch ein YouTube-Video erstellen. Da kann ich auch dessen Ton benutzen, ohne Probleme mit den Urheberrechten zu bekommen. Gut, starten wir jetzt. Wenn man sich das hier so anguckt, wirkt es doch ein bisschen enttäuschend. Das sieht ja gar nicht aus wie ein Videoschnittprogramm. Ich habe zwar hier so ein paar Wiedergabesymbole, aber sonst ist da nicht viel. Das macht aber nichts, denn wir müssen uns Shotcut erstmal. Einrichten, ein bisschen personalisieren. Das Wichtigste, was ich erstmal brauche, ist hier so eine Zeitachse. Wir sehen hier oben einige Symbole, die finden wir auch hier in den Menüpunkten von Datei bearbeiten Ansicht. Das meiste finden wir unter Ansicht. Dann haben wir noch Einstellungen und Hilfe. Für einen ordentlichen Workflow haben wir aber hier nochmal die einzelnen Punkte. Ich drücke jetzt erstmal auf die Zeitachse und hier wird dann eine Zeitachse eingeblendet. Das ist das wichtigste Kernstück von jedem Videoschnittprogramm. Jetzt könnte ich hier noch an dieser Seite vielleicht ein Pegelmesser einblenden. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe hier auf Pegelmesser. Ich hätte natürlich auch auf Ansicht und dann auf Pegelmesser gehen können. Aber so ist es einfacher. Und der Pegelmesser funktioniert so, dass wir in dem Bereich von... 0 bis minus 12 Dezibel Ausschlag haben sollten. Das stellen wir natürlich vorher schon mit unserem Tonstudio Audacity ein. Aber hier können wir es nochmal kontrollieren, ob das alles so stimmt. Oder vielleicht auch nachbearbeiten. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Das sind meine Videoclips. Ich gehe auf Datei öffnen. Da habe ich sich schon mein Feuerwerk, noch eins ein schwarzen Bildschirm, noch ein Feuerwerk und die beiden Dateien hier unten auch noch öffnen. Man hat schon gesehen, wie das Video sofort gestartet ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen groß. Vielleicht nehmen wir das erstmal wieder raus. Das hat eine Länge von 16 Minuten. Deswegen ist mir das jetzt für diese Demonstration ein bisschen zu groß. Also rechte Maustaste und entfernen. Und hier haben wir noch eins, das können wir auch nochmal abspielen. Was haben wir hier noch? Auch nochmal Doppelklick und Play. Und hier auch nochmal schauen, was wir da haben. Ja, das wäre doch vielleicht schon ein ganz nettes. Intro und zwar nehme ich das hier als Intro genau hinter der Uhr. Ich nehme mir das Video, indem ich einfach hier draufklicke und das hier reinziehe. Das kann ich von hier aus machen, aber auch von hier aus. Ich ziehe das jetzt hier rein und lasse das los. Und schon wurde dieses Video in meine Videospur gesetzt. Und wir sehen hier, haben wir V1. Das ist die Videospur für V1. Das brauchen wir nicht für jedes Video und eine Videospur, sondern die setzen wir hier alle hintereinander. Davor hätte ich allerdings gerne meine Uhr. Und dann müssten wir mal hier mit diesem Positionszeiger nach vorne gehen. Das kann ich auch hier über diese Pfeile machen. Und an der Stelle möchte ich jetzt meine Uhr einfügen. Gehe erst auf die Uhr, mache einen Doppelklick und jetzt habe ich sie hier als Quelle drin. Wir müssen hier unterscheiden Quelle und Projekt. Projekt ist der ganze Film und die Quelle ist immer der Clip. Um sie einzufügen, gehe ich auf dieses Symbol für Einfügen aus dem Clipboard oder der Zwischenablage. Und jetzt wurde hier in dem ganzen Stück die Uhr eingefügt. Ich habe gerade die Steuerungstaste gedrückt und mit dem Mausrad gedreht und dadurch kann ich diese Ansicht etwas kleiner machen oder größer. Gleiche Möglichkeit habt ihr natürlich auch hier mit diesen Lupeneinstellungen. Der Clip dieser Uhr ist mir viel zu lang. Ich möchte wirklich hier so um 9 Uhr starten und dann auf 12 Uhr gehen und dann muss auch schon Feierabend sein. Und dann geht das Feuerwerk los. Das heißt, ich brauche hier den vorderen Bereich erstmal nicht mehr. Jetzt suche ich mir die Position. Ja, hier ist ungefähr die 9. Da ist heißt sie genau. Jetzt drücke ich die Taste S. Und ich habe hier einen Schnitt gesetzt, ein Cut. Jetzt kann ich mir hier so einen Block auswählen. Und zwar wähle ich mir den Block davor aus. Jetzt drücke ich die rechte Maustaste und gehe auf Entfernen. Setze den Positionszeiger wieder an den Anfang, rutsche hier auch nochmal exakt zurück und starte das Video. Und wir sehen, unsere Uhr läuft wirklich von 9 bis 12 und dann beginnt das Feuerwerk. Und auch das Feuerwerk könnten wir noch so ein bisschen trimmen. Da kommt erstmal noch so ein schwarzes Bild vor. Also würde ich es doch ab hier laufen lassen. Denn das hier ist auch nur alles schwarze Bereich. Jetzt wieder ein S. Und auch hier wieder diesen Bereich anklicken. Rechte Maustaste und entfernen. So, die Uhr geht bis 12 und das Feuerwerk beginnt. Das ist doch schon mal ein ganz netter Anfang. So, das soll reichen. Hier setze ich auch nochmal einen Schnitt und den Bereich entferne ich wieder. Und jetzt hole ich mir mal mein nächstes Video. Doppelklick hier drauf. Und das fügen wir auch an, indem wir hier den Positionszeiger ans Ende setzen und jetzt wieder auf Einfügen gehen. Und hier haben wir auch schon wieder ein Feuerwerk mit einer Tonspur. So, ich habe jetzt die Space-Taste gedrückt und das Video angehalten. Wenn die Tonspur jetzt stört, insbesondere wenn ich jetzt zurück, zurückgehe, dann habe ich immer so einen Knacken drin. Das kann manchmal ganz schön nervig sein und deswegen schalte ich hier die Tonspur einfach aus. Das mache ich hier mit diesem Stummschalten, indem ich auf diesen Lautsprecher gehe. An, aus. Man sieht sie auch nicht mehr. Vergrößern wir das Ganze nochmal, das ganze Video. Verkleinern, je nachdem wie man es nimmt. Ich glaube, das ist eine gute Größe. Das ist natürlich auch sehr lang. Und auch hier werde ich mal wieder einen Schnitt setzen. Vielleicht an der Stelle. Und S, den Bereich, entferne ich. Jetzt haben wir noch ein Feuerwerk. Das geht ein bisschen länger. Das ist dieses hier. Und auch das möchte ich hier hineinsetzen. Also genauso wie da. Ich könnte auch ein Plus setzen, dann wird er das anfügen, aber am besten ist es, ihr nehmt hier diese Zwischenablage, denn dann wird wirklich immer ab der Position eingefügt. Gehen wir nochmal zurück. Und spielen das Ganze ab, ohne Ton. Was man hier gesehen hat, war doch ein ziemlich harter Schnitt. Das ist auch nicht verkehrt, das haben wir ja hier in diesem vorderen Bereich mit der Uhr und dem Feuerwerk auch und dann geht das zu dem nächsten Feuerwerk, also die Uhr wird ausgeblendet und sofort die nächste Szene. Hier habe ich auch einen harten Schnitt, das ist auch alles okay, aber an dieser Stelle würde ich vielleicht gerne einen weichen Schnitt haben, so dass ich hier einen Übergang bekomme. Ich nehme dieses Video und schiebe das einfach hier so rüber. Und jetzt in diesem Bereich habe ich jetzt einen Übergang. Das zeige ich euch mal eben, indem ich jetzt auf Play gehe. Da ist noch das eine Feuerwerk. Und jetzt langsam müsste übergeblendet werden. Und wir wechseln auf das andere. So, das sollte eigentlich schon mal reichen. Wir haben hier vorne harte Schnitte, harte Übergänge und hier einen weichen Übergang. Und wie ihr jetzt schneidet, das wisst ihr mittlerweile auch. Okay, das sollte dann für heute reichen. Im nächsten Video werde ich euch noch mal zeigen, wie wir hier einen vernünftigen Abspann hinterkriegen. Also so ein leichtes Ausblenden in ein schwarzes Bild und dann mit Text versehen für Ende. Und danach werde ich noch mal eine Tonspur hier drunter legen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und abonniert doch meinen Kanal. Tschüss.